Moin Leute, Trimax hier. Zweite Folge, Palworld. Unglaublich geil. Absoluter Pokémon-Fake. Wir haben es jetzt angezockt, 2,5 Stunden. Komplett begeistert. Wir haben Gumos, der sät das Feld hier hinten. Dann haben wir den Manta und Fuark, die bewässern das Feld. Dann kommt die Katze oder das Holzfäller Liffmunk und erntet das Feld. Dann packen sie das Essen hier rein. Wenn deine Viecher alle genug schlafen und essen und sich ausruhen, hier hinten in der heißen Quelle, können die Stein farmen. Stein packe ich hier rein. Daraus können wir dann Palladium-Bruchstücke generieren. Daraus machen wir Pokebälle und dann können wir mehr Pokémon fangen für mehr XP. Als nächstes haben wir jetzt gerade ganz frisch freigeschaltet Metallbogen und Metallaxt. Dafür haben wir primitiven Hochofen. Den müssen wir jetzt bauen. Da können wir dann Metallerze reinpacken, brauchen unser Feuer-Pokémon, um das Metall zu schmelzen und können später dann Liffmunk eine fucking AK in die Hand drücken. Und dann ballert das Ding mit vollautomatisch auf andere Pokémon und tötet die. Und daraus nehmen wir dann Wolle und Leder, um daraus wieder was zu bauen. Ist ein Traum. Man kann auch Menschen fangen, Menschen verkaufen, Menschen töten und Menschen essen. Was willst du mehr von dem Spiel? Das ist das zweiterfolgreichste Game aller Zeiten auf Steam. Es hat gerade 1,8 Millionen Spieler und hat in den ersten 4 Tagen 6 Millionen Mal verkauft. Das Game sah aus wie große Scheiße und ist gefühlt nur von AI gebaut, aber ist ein Traum. Max, du hast mir immer noch nicht verraten, wo es dieses Pokémon gibt. Mir wurde gesagt, im Westen. Mehr weiß ich nicht. Max, Habitat gucken. Okay, Tab drücken, Paldex. Mach das mit Henki. Mach es jetzt sofort mit Henki. Nur du hast es gefunden, Keule Mimäule. Ich habe das noch nicht gefunden, oder? Woher kennst du es dann überhaupt? Sagt mein Chat. Ja, Max, was gibst du mir für einen Auftrag, Mann? Ich reite hier seit einer Stunde rum. Ich hab Fixie. Ist alles bei euch auf der Insel kein bisschen, alles bei uns. Bei uns gibt's einen Arsch voller Fixies. Volle Kanne. Oh mein Gott, aber da musst du über 3 Inseln gefühlt gehen. Man muss über 3 Inseln gehen. Gefühlt, ja, von der Distanz zu euch. Du hast den zu uns und noch weiter muss er gehen. Oh, du schickst mich wirklich seit einer Stunde rum für einen scheiß Pixie, Mann. Das gibt's ja einfach nicht. Also, dass du auch wirklich nach einer Stunde deinen Chat nicht fragst, ist für mich auch unbegreiflich. Was bringt Pixie überhaupt? Unendlich Palladium-Bruchstücke und dadurch können wir unendlich Pokebälle machen. Vollautomatisch, wenn wir das in eine Farm packen, das ist das Beste. Ich kann einfach so eine zweite Pal-Station woanders hinbauen, ja? Das weiß ich nicht. Ja, kannst du. Okay, dann brauche ich einen guten Spot. Es gibt nämlich einige Sachen, wo so 6, 7 Erze nebeneinander sind, die immer wieder neu spawnen. Den brauche ich. Ich werde mir heute Abend zu Abendbrot 23 Fischstäbchen machen. Das sei dir gegönnt, Freund. Warum machst du das? Ich habe nichts gegessen heute. Ich werde jetzt noch lange zocken, aber ich muss jetzt immer wieder einreden, wie viel ich heute esse. Das stillt so ein bisschen Hunger in die Vergangenheit. Checkst du das? In die Gegenwart, hoffe ich doch. Ja, aus der Zukunft. Ja. Mhm. Alter, du sättigst dich einfach mit den Gedanken an die Zukunft. Crazy. Ja, komplett, weil ich so viel esse, ich werde mich ganz, ganz schlecht. Ich werde die ganze Panade reinfressen, so richtig dirty, dass ich im Bett liege und denke so, oh, was ist das denn, dass ich mich nochmal hinsetzen muss und die ganze Zeit Fisch aufstoße, verstehst du? Ich kann nicht schlafen, so viel werde ich essen. Das ist krass. Also, mir geht's so richtig schlecht, wenn ich ins Bett gehe, so 3:30 oder so. Der muss sich so aufsetzen und denkt so, Alter, was ist das jetzt? Alter, ich lieg so im Bett, bin so müde. Was gibt's doch nicht? Ich setz mich doch mal auf, Alter, und schluss doch vor mir hin. Bin die ganze Zeit nur so Penade am Rülpsen und dann irgendwann schläft man ein. Am nächsten, dann wachst du so panisch um 7 auf, hast mega so zu rennen. Oh, what? Das ist ja der größte Fake. Halt deine Fresse. Also da werden sie verklagt. Das ist ja 1:1 ein Pokémon, was es gibt. Ja. Zeig das mal, Reapers. Reapers, wer ist das Pokémon? Blossom oder sowas? Blubella oder nicht? Ja, Blubella, ja. Blossom, habe ich schon gesehen. Digga, das Game ist ja der Wahnsinn. Oh, scheiße, jetzt wird's Nacht und ich habe kein Holz dabei. Ich bin auch überhaupt nicht da. Also, ich bin ganz am Arsch der Welt in einem Dungeon. Also, das nervt, dass hier immer Nacht ist. Nightwing, nur 40% Wahrscheinlichkeit zu fangen. Aber mir reicht. Ich habe einen Nightwing, wie geil. So, jetzt geht's richtig los. Metall außen. Hanky baut gerade unsere Base. Ja, jetzt ist halt erst. Was? Bitte erhöhe die Lagerstufe deiner Gilde? Du kannst nicht. Du musst Level irgendwas sein. Welches Level müssen wir sein? Dieses Main Building muss Level 10 sein oder sowas. Hä, das hat doch Chat ganz ja gesagt und ich auch. Hanky, welches Level sind wir? 7. Nee, warte, what the fuck? Was? Nein. Level 9 sind wir. Welches Level muss ich sein? 10. Wie schnell schaffst du das? Gar nicht. Gar nicht? Oh, wir brauchen 20 Metallbarren und 5 Eiskerne oder sowas. Wir sind nicht mal Level 10, oder? Sind wir? Was sind denn Eiskerne? Ja, frag mich doch nicht. Ich hab doch keine Ahnung. Das ist ja die Frage. Was sind Eiskerne?
Broncheri Aqua. Was sind Eiskerne, Reapers? Keine Ahnung. Nee, nee, komm, du weißt es. Nee. Eiskerne, vielleicht geben Eis-Pokémon euch die. Das habt ihr auch noch nicht? Ich weiß nicht, was für ein Level wir gerade sind, ehrlich gesagt. Aber ich meine, wir können schon eine zweite Base bauen. Ja, scheiße. Ey, komm, Hank, wir müssen unsere Station auf 10 pushen irgendwie. Wie gesagt, Max, ich muss erstmal Metallerz farmen gerade. Ich habe Metallerz. Du kümmerst dich nur um die Eisdrüse. Du musst Eis-Pokémon töten. Oder ich gehe jetzt nicht wieder auf eine scheiß Expedition, wo du mich irgendwo hinschickst. Ich gehe dich 10 Subgifts. Ja, dann denkt er nach. Zwei Eisdrüsen für 10 Subgifts, Hank. Ich will mir erstmal meinen scheiß Sattel für den Hirsch machen, Mann. Das ist ja das Problem. Dafür baue ich erstmal Metallbarren. Die gibt's aber nicht. Ich bin tot, ich weiß nicht wie. Ich bin tot und ich weiß nicht wie. Da oben ist auch eins! Oh, ich weine. Du musst mal dein Game upsteppen, Max. Ja, Mann. Step doch mal dein Game up, Alter. Ich wünsche mir doch so sehr. Ich wünsche mir doch so sehr von Hanky. Zwei Eisdrüsen. Fünf Eisdrüsen, Mann. Step dein Game up, Max. Ich kümmere mich um Metall. Ich bin nur gestorben für Metall. Ich bin gestorben, ne? Ich bin tot. Ich bin alles verloren. Was hast du nackt? Ja, alles. Oh, naked. So, Chat, jetzt schnell. Wo ist das erste chilligste Eis-Pokémon? Super easy. Am Strand. Bei mir hier am Strand. Hier am Strand gibt's Pinguine. Bullshit. So, und jetzt Pinguine fangen bringt mehr Eisbums, als sie zu töten, ja? Mehr weiß ich nicht, aber XP halt dann auch mehr, ne? Ja, dieses Game hat Pokémon in die gefickt. Also so viel hat das mit Pokémon nichts. Also es ist eher Survival als Pokémon, will ich sagen. Ja, aber. Es ist schon viel Pokémon, aber es hätte Pokémon vor 8 Jahren rausbringen können. Digga, das ist das weit erfolgreichste Spiel überhaupt. Ja. Auf Steam. Das ist true. Kann man schwimmen, ja, ne? Ja, kostet Ausdauer, aber, ne? Der ist schwer zu fangen. Nice. Level 13, jetzt kann ich das Ding selber bauen. Wichtig, wichtig. So gut von mir. Wahnsinn. Die schlafen alle, weil Nacht ist. Wollt ihr pennen? Ich würde gerne pennen. Aber? Hanky sagt, er muss off, aber er geht weg. Dann steht Stein. Traum. Das ist doch super, Hanky. Mhm. Der macht Feuer für die Metallbarren. Okay, ich mach die Kühlbox, du machst die andere, ja? So, jetzt brauchen wir nur noch die Palschere. Man kann alles vollautomatisch irgendwann machen. Ich habe jetzt sechs Nägel im Inventar. Lagerverbesserung. Ah, okay, und jetzt können wir die besseren Pokebälle bauen. Brauchen wir auch Metallbarren für ganz viele. Und da hole ich uns viele. Das ist jetzt mein Job. Das wird aber dauern. Aber das ist okay. Oh, ich habe was richtig krasses. Stopp. Ja, mach mal. Ich habe was richtig krasses. Stimmt, ich kann es vergessen. Sei gut, Smart Chat. Tombard, was kann der denn? Der hat Anpflanzen 2, Bergbau 2 und Einlagern Stufe Bergbau 2 ist halt sick. Anpflanzen haben wir halt die Blume für. Ja, ja. Ich lasse einen Hirsch für uns arbeiten und nimm einen grünen Liffmunk raus, ja? Der macht Holz 2. Skylar, die sind ja eh nur im Holzfarm. Checkst du? Guck mal, wie schnell das jetzt geht. Mit ja. Holz 2. Quatsch. Nur mit Bergbau 2 kann man Eisen abbauen. Oh, das stopp, den brauche ich wieder. Das ist der Einzige, der das kann. Ich muss ihn leider wieder nehmen. Passt. Okay. Dann ziehe ich jetzt los zum Außenposten. Ich hoffe, ich habe alles. Muss ich irgendwas mitnehmen? Geil, Leute. Jetzt geht's los, Leute. Der Außenposten. Das ist krass. Ich mache den auch gerade. Du kannst ja sofort alle 10 Pals reinpacken. Sofort. Ah, okay. Das hatte ich mich schon gefragt, ob man alles wieder neu bauen muss oder ob du sofort reinschmeißen kannst. Du kannst alles reinschmeißen. Das ist ja insane. Du musst halt auch Betten für alle machen. Du musst einen Pool wieder für den machen. Ja, ja, das ist krass. Alles neu machen. Aber geht der jetzt schon Metallfarm instant? Der kann das. Aber der sammelt erstmal alles auf, was hier überliegt, ne? Das Gelootete? Sonst was musst ist du jetzt? Vier reinpacken, der. Was ist jetzt? Sammelt. Was ist jetzt? Überfall? Warum? Wo? Bei mir oder was? Ich glaube, ja. Die alte Base? Guck mal, du. Guck mal um dich rum und guck mal, ob du so rote Dings siehst. Die alte Base. Doch die neue! Ah, da kommt was. Danger. Was ist das? Oh mein Gott! Ja. Level 17er? Warum sammeln die nichts ein? Hier kommt irgendein Endgegner, der alles von mir one-shottet. Da kommen drei Stück Bullshit! Yo! Keine Chance. Was ist das denn für ein dummes Spiel? Bro, hier kommen drei Level 18er Raptoren, die alles töten und one-shotten. Stark, die sammeln es ein, die Plinfas. Plinfas sind super. Fünf Betten, sechs Betten. Weg ist von hier, kann gut kämpfen. Sind wieder weg, geil.
Die haben alles gefickt, alle meine Viecher zerstört. Ich habe gerade eine neue Base, alle sind tot. Die haben alle getötet und sind abgehauen. Dreirad-Ton, ja, ist genau wie ein Ark, Alter. Boah, ist schon 150. Kacke. Das ist krass. Nein, oh nein. Steht. Geil, der baut Metall ab. Jetzt müssen wir uns langsam um Essen kümmern. Das Bärenbeet machen. So. So, die Viecher können säen. Ihr könnt Wasser machen. Jetzt brauche ich noch einen Futtertrog, wo alles gespeichert wird. Es läuft. So, Leute, diese Viecher machen hier Samen hin, das was wächst. Die Wasser-Pokémon bewässern das Ganze. Dann kommt dieses Katzen-Pokémon, das erntet das Feld, tut den Futtertrog rein und dadurch können alle Viecher immer essen und weiterarbeiten. Das steht jetzt schon mal. Jetzt brauche ich nur noch viel mehr Betten. Was bist du für ein Level? Die sterben alle. Ich habe ganz große Probleme. Ja. Bro, die Biomvielfalt ist abnormal, ehrlich. Wir haben ja noch gar nichts gesehen in den 12 Stunden. Und Fixie geht jetzt hier hinten in diese Wildfarm. Und dann produziert er automatisch Pokebälle? So wie Wolle ganz viel, wenn du da ein Zwollock reinpackst. Ist auch krass, ne? Du brauchst ja viel Wolle für so Klamotten und den ganzen Scheiß, ne? Also Early Game ist Wolle stark. Ja, stimmt. Oh, was ist da? Da leuchtet und schimmert was? Ist so ein Shiny gefunden? Es ist im Boden drin, ne? Ich hab einen Shiny im Boden. Nein. Ehrlich? Ja, ist im Boden. Wo siehst du, weil? Ist natürlich ein Shiny, oder nicht? Das ist doch hier ein Shiny. Oh. Fuck doch, wenn ich rüberlaufe. Ach so. Über dir. Über mir! Es ist so einer! Du hast einen Flug-Shiny gefunden? Ja. Du, der ist crazy. Mach nicht, attack ihn nicht. Ich komme zu dir als... Nein, mach keinen Scheiß, das wäre dumm. Was denn? Ich komme zu dir als Backup, wenn du stirbst, die spawnt er nicht. Und dann kannst du wiederkommen. Weißt du? Er hat angegriffen, ich schwöre. Das ist dumm. Mein Nightmare hat einfach so angegriffen. Ja, dann viel Glück einfach. Oder lass ihn sterben, zieh ihn zurück und bleib so auf Distanz, maybe. Bro, der... Ah! Voll, schnell, Reapers! Das ist ein geiles Pokémon auch noch, was du da hast. Also, das ist insane. Ich weiß, Reapers, bitte, ergreif mich an! Ja, yeah, ey, du musst immer dashen. Immer dashen. Oh, der hat Flammenwerfer! Den Flammenwerfer kenne ich nicht mal. Ich komme, ich bin wieder oben. Der macht Tornados! Der macht Dashes! Bro, der hat 9 Attacken drauf, der, Mann! Der one-shottet dich mit der nächsten Attacke. Mach keinen Scheiß. Stimmt da jetzt bloß nicht. Brenn doch mal. Mach keinen Scheiß. Was? Wo bist du? Hier, Abwehr. Er ist frei! Superbälle, hier. Ich kann nicht werfen. Ich hab keine Bälle. Warum? Ich weiß es nicht! Drück mal Q und dann 2. Q und 2, dann wechselst du die Bälle. 2, okay. Jetzt hast du sie, ne? Das sind Hyperbälle, damit muss easy gehen. Oh mein Gott, du bist One-Shot, aber Hyperball? Hyperball gönnt er? Okay, gönnt nicht, mach nochmal. Bitte, Reapers, bitte. Ja, so ist ja. Es. Ja! Ey, Reapers. Na klar. Du bist großartig. 20 Subs. Level 16 instant. Oh, ich hab grad den Sattel von ihm freigeschaltet. Crazy. Shiny Nightwing mit High Level. Jetzt musst du halt noch beten, dass der flink ist, ne? Er hat außergewöhnlich. Ja, außergewöhnlich haben die immer. Und geistig labil, wie zerstrudelt, scheiße. Nein, er ist labil. Ii. Wieso ist er labil? Außergewöhnlich haben Shinies immer. 15% mehr Arbeitstempo und 15%. Aber den nehme ich. Der ist natürlich immer geil. Und der ist nicht, groß. Er ist außergewöhnlich und geistig labil, den nehme ich aber. Und der ist auch riesig, das ist das Geile. Der Drachenatem, 70 Damage, Alter, wow. Ja, das habe ich mich gewundert. Die Attacke habe ich nicht gesehen bei dem, noch nie. Du warst 1 HP auch noch, by the way. Ja, ne? Er aber auch. Hab so rübergeschaltet, hätte ich aber auch. Boah, Alter. Der ist echt fett, Alter. Also der ist richtig fett. Guck mal, Vergleich, mein Vogelfieh. Wie und den fand ich schon groß. Leertaste gedrückt halten. Und guck mal hier, du hast hier neben dir sogar einen Nightwing. Kannst du mal im Vergleich sehen. Wow, Steuerung. Was hast du denn für einen? Ein Drachen. Oder nee, mach mal den Wirbelsturm. Dann dreht sich alles und es ist. Ja, genau, und dann gehst du aber vor. Guck mal, dann dashst du so. Ach krass, der ist ja geil. Den wollte ich dir zeigen. Nightwing, komm sofort hierher. F gedrückt halten, ne? Dann ja, er ist oder E. Jetzt in eine Säule gebackt. Ja, er ist komplett kaputt, er ist Schrott. Er fliegt, guck dir das mal an. Was macht der da, hä? Okay, Dude. Guck mal, der ist genau falsch, wenn ich mache. Guck mal, so viel nach rechts, so viel nach links. Es ist so geil. Es ist so. Let's fucking go. Da stand ja geistig labil, ja, das war's. Das ist es. True, der ist labil einfach, hä? Okay, wollen wir jetzt noch den Dings fangen? Den Boss? Schaffst du eigentlich auch alleine. Dungeon beitreten. No glow. Digga, was ist das denn? Wie random. What the fuck?
Ich bin tot. Soll ich für ein Aim? Das ist wie heile ich mich? Gar nicht. Essen, ja, Essen. Essen. Er ist tot. Du hast ihn getötet einfach. Dein Nightwing hat den zerstört. Jetzt hast du den nicht gefahren. Ja, Nightwing. Ist Nightwing tot? Was macht Nightwing denn? Der hat ihn einfach abgeschlachtet und packt dann in der Wand rum. Keine Pfeile. Ist das geil. Ah, ist wieder falsch rum. Geil. Ja, ist der. Ein labiler Vogel. Digga. Dann der Vogel geraucht, Alter. Okay. Die Erzfarm steht halb. Wir brauchen mehr von den Dingern, aber dafür muss ich mehr leveln. Am Morgen ist dann auch Hanky wieder da, geil. Das war richtig geil.